Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen heute glutenfrei schnelle Spiegeleierplätzchen mit Baiser. Das Baiser hält ein bisschen mehr die Feuchtigkeit im Teig. Und wie du das anstellst, was du da oben als drauf tun kannst, das verrate ich dir in meinem Video. Schau es dir an. Eins habe ich nicht erwähnt. Ihr könnt eine erwachsene Variante machen, indem ihr da oben Eierlikör andickt und den als Füllung nehmt. Also, wir machen die jugendfreie Variante. Aber den Tipp habt ihr jetzt schon mal. Also viel Spaß beim Video, eure Silke. Für unseren glutenfreien Mürbeteig machen wir einen 3-2-1-Teig, das heißt drei Teile Trockensubstanz, zwei Teile Fett, ein Teil süß. Ich habe für unsere Trockensubstanz 100 Gramm Mandeln und 200 Gramm Schermehl genommen, das ist das C. Da wir einen fixen Teig machen wollen, sonst hätte ich es selber noch zusammengemischt, dann haben wir 200 Gramm, also 125 Gramm Butter. Ich halte mich nicht ganz an die 200 Gramm Regel, weil ich noch eine andere Fettsubstanz reinnehme, nämlich Ei und 100 Gramm Zucker. Wer mag, kann auch gerne noch ein bisschen Vanilleextrakt dazu geben. Ich werde jetzt das Ganze mischen. Das heißt, ich gebe meine Trockenzutaten inklusive Zucker schon mal in die Schüssel, mir eine Mulde, gebe das Ei hinein. Die Butter übrigens ist kalt, denn wir müssen ihn relativ schnell verarbeiten. Und was ihr hier noch seht, das ist noch ein Lemon Curd. Damit werdet ihr später füllen, solltet ihr das nicht haben oder auch nicht selber herstellen wollen. Dann könnt ihr auch gerne Aprikosenmarmelade oder einen Quittenchilie nehmen. Ansonsten kann ich euch gerne noch das Rezept verlinken zum Lemon Curd, weil ich kann ihn überall brauchen. Ich finde ihn absolut super. Ich mische das schon mal gleich ein bisschen so an, damit das Ei schon mal ein bisschen verarbeitet ist. Und eine Prise Salz, wie immer, nicht vergessen, denn die gehört auch mit dazu. Denn wo was Süßes ist, wisst ihr, gehört auch etwas Salziges dazu, um den Geschmack zu harmonieren. Prise Salz nachgeholt. So, das ist jetzt schon grob das Ei verarbeitet und jetzt gebe ich meine Butter dazu. Wer das nicht mit den Fingern machen möchte, wie ich, der kann das natürlich gerne mit dem Knethaken, mit der Maschine machen. Euer Teig ist fertig, dann sollte er so aussehen. Ich werde ihn jetzt gleich mit einer Frischhaltefolie ausrollen, das heißt zwischen zwei Frischhaltefolien, und dann kalt stellen. So sollte euer Teig aussehen, wenn er fertig ausgerollt ist. Er ist circa, ich würde sagen, 2 mm dick. Ich werde ihn jetzt auf eine Unterlage geben und werde den Kühlschrank durchkühlen. Hintergrund ist der, ich möchte ja nachher Plätzchen ausstechen. Und jetzt ist er so weich, jetzt würden mir die Plätzchen kleben bleiben und das möchte ich nicht. Also ich würde sagen, so eine Viertelstunde, dann sehen wir uns wieder. Wenn euer Teig schon durchgekühlt ist, könnt ihr damit starten, die Form auszustechen. Wenn ihr keine Eierform habt, so wie ich, dann nehme ich mir ein wirklich normales Hühnerei, ganz einfach, und fahre drumherum. Und schon habt ihr eure Hühnereiform. Könnt ihr noch ein bisschen korrigieren, wie es so ist, wie ihr sie haben möchtet. Ich streiche sie noch ein bisschen glatt, damit auch die Enden schön sind und nicht ganz so spitz. Und das nehme ich mir als Vorlage für die nächsten. Das heißt, ich fahre hier einfach drum herum, gehe unter die Form und hole es mir raus. Und das mache ich jetzt mit allen mit dem kompletten Teig. Und in der Mitte werde ich einige machen, wo ich ein Loch freilasse, weil da kommt später dann das Lemon Curd hinein. Den Backofen habe ich übrigens schon auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und nun geht es flott, flott. Schneidet alle Formen, alle Eier aus. In der Zwischenzeit habe ich Eiweiß, das sind jetzt 100 Gramm Eiweiß gewesen, mit 70 Gramm Zucker und einen Spritzer Zitronensaft steif geschlagen. Und ihr seht, die muss wirklich richtig, richtig steif sein. Also hier hängt es wirklich am Schneebesen dran. Lieber 5 Minuten länger als 5 Minuten zu kurz schlagen. Das geben wir jetzt auf unsere kleinen Plätzchen und imitieren damit das ist Eiweiß. Ich meine Spritztüte. Geben wir das Ganze rein. Ich habe mich hier für eine ganz kleine Tülle entschieden, einfach nur aus dem Grund, weil ich keine andere da hatte. Starten wir damit, dass wir da jetzt wirklich hier entlang fahren.
und unser Ei richtig schön mit dem steifen Baiser belegen. In der Mitte lassen wir ein bisschen frei. Da geben wir später unsere Marmelade hinein, wenn das ein bisschen fest geworden ist. Die verschwinden nun im Backofen für circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem wie hart ihr das Eiweiß haben möchtet. Und bei 100 Grad natürlich und den Kochlöffel zwischen rein in die Tür, damit der Dampf auch abziehen kann. Wenn eure Baiserplätzchen soweit fertig sind, ihr holt sie noch warm aus dem Backofen und dann könnt ihr eure Marmelade oder wie ich hier das Lemon Curd schön in die Mitte reinsetzen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Und wenn das nicht so optimal das Löchlein gelungen ist, wo ihr das reinsetzt, das sieht man optisch gar nicht, weil die Marmelade ja oben drüber geht im Endeffekt. So, ich wünsche euch viel Spaß mit den Bildern, die gleich danach kommen. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, die Details findet ihr wie immer bei mir auf dem Blog. Und falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das natürlich gerne jetzt noch nachholen und auch die Rezepte und den Blog natürlich gerne weiter teilen. Das finde ich natürlich besonders schön. So, ich wünsche euch eine tolle Osterzeit und freue mich natürlich über jedes Kommentar, den ihr mir auf meinem Blog hinterlasst oder das Kommentar, was ihr mir hier hinterlasst. Wir hören uns und sehen uns. Beim nächsten Mal, eure Silke von Andersbacken.